Ja, ich hätte doch ganz gern schon noch ein bisschen Schrot. Ja, komm, nehmen wir noch mal ein bisschen Schrot mit. Ich hab 4. Jetzt haben wir 10 Schuss. Ja, ich kann nicht mehr kaufen. Das ist dumm. Nein. Ich mag dich nicht. Okay. Alter, hab ich mich gerade erschrocken, als die da auf einmal... Weißt du? Jungchen, das kannst du mir doch nicht antun. Ey. Kannst du mir doch nicht antun. So, wo bin ich hier? Eine Healing Station, ein U-Invent. Wow, hier ist auch ein Sicherheitsnotschalter, alles klar. Sind da gerade lang gesprintet? Hab ich nicht Big Daddy? Ja, das hier, ne? Ja, nice! Greif sie an! Okay, egal. So, ich will mich erstmal kurz hier umgucken. Gegner, geht doch mal weg, ey. Ihr nervt gerade ein bisschen sehr. Okay, hier könnte ich auch lang. Alter, was ist denn hier so? Wieso ist es denn hier so riesig? Ich bin kein schlimmer Finger. Ich bin noch nicht fertig. Okay, da gehe ich noch nicht rein. Das sieht... Alter, muss ich hier überhaupt lang? Nee, ne? Die guten Menschen von Rapture sind nicht hier, um uns Regierungsknechten dabei zuzusehen, wie wir Geschäfte schließen und deren Besitzer umbringen. Nicht mal solche üblen Schurken wie Fontaine. Aber er hat es sich selbst eingebrockt. Anstatt es mit Fassung zu tragen, will der Wahnsinnige im Kugelhagel untergehen. Für wen hält er sich? Für John Wayne oder was? Wir können es noch in den Griff bekommen. Wir können es schaffen. Wir machen Folgendes. Wir suchen Fontaines Testament und sorgen dafür, dass sein Besitz denen zugutekommt, für die er bestimmt war. Er darf nicht in den Taschen derer landen, die ihn kalt gemacht haben. Nämlich in unseren. Ist gerade echt gemein. Das wird... Oh Gott. Was hätte ich denn da machen sollen? Erklärt mir das mal bitte, Leute. Was hätte ich da gerade machen sollen? Gegen diesen Big Daddy. Der hat mich da gerade eingesperrt. Ich kam da nicht mehr raus. Wie dumm ist das denn designt? Die backen da schon Big Daddy hin. Und dann so eine Stelle, wo du halt nicht wieder durchkommst. Oh, Alter. Geh mir nicht auf den Sack. Weißt du das? Oh. Meine Güte. Okay, ich gehe erstmal hoch, glaube ich. Das ist ein guter Plan vielleicht. Was gibt's denn hier alles, ey? Meine Sammlung ist nun fast komplett. Bald werden wir sehen, wer hier unten der wahre Künstler ist. Sag dem alten Aasgeier, seine Musik ist auch nicht mehr das, was sie mal war! Okay. Owen ist kein Musiker. Er ist Ryans Stalljunge. Ryans korrupte Politik scheißt alles voll. Und Cohen rennt rum und beseitigt den Dreck, wo er kann. Aber anstatt dafür eine Kehrschaufel zu benutzen wie jeder andere Knecht, säubert Cohen die Landschaft mit eingängigen Melodien und geschickten Wortspielen. Egal wie schön es auch klingt, an dem Geruch von dem, was er wegputzt, ändert es nichts. Okay. So, oh.
Nee, ich wollte nicht zocken. Verdammt. Ich kann. Oh, ich dachte an dem Umgedrehten kann ich jedenfalls Muni missnacken. Oh, cool. Muni, was ist Muni? Geld snacken. Okay, die klatschen sich da unten gegenseitig. Was? Was? Warum? Hä? Leute, was? Hä? Warum? Hä? Warum wurde ich denn jetzt erkannt? Lol, what? Okay, ich folge jetzt erstmal dem Weg. Ich gehe jetzt wieder zurück hier. Erstmal meinem Lieblingsstreamer zuschauen. Oh, hallo Biane. Das ist aber lieb. Hallo, wie geht's dir? Ich freue mich auf deine Videos am Wochenende. Bin schon echt gehypt. Sehr, sehr gehypt. Ich brauche ein bisschen Gesellschaft. Lull. Nice. Das Bild packen wir da hin, komm. Ein Geschenk. Geh weg. Alles klar. Nein, ich zweifle nicht an deiner Dings. An die Person, $20 Verbandskasten. Oh, Verbandskasten. Herrlich. Nehme ich gerne. Nehme ich gerne an. Finde ich geil. Wo muss ich jetzt hin? Sie wieder zurück? Ich glaube ich schon. Da gab es ja so viele Wege noch. Da gab es ja theoretisch noch richtig viel zu tun. Also ich muss echt irgendwie hier mir ausdenken, wo ich als erstes lang gehe. So, hier. Okay, dann gehe ich erstmal hier rein. Ah, nee. Hier war ich schon mal drin, okay. Hacken wir erstmal. Hacken wir erstmal. Erstmal weiter nach unten. Kann das jetzt mal weiter nach da geführt werden. Nochmal nach da. Dann nach dort und nach unten. Dann der jetzt da und fertig. Geil, gehackt. Sehr schön. Fallenbolzen, Explosivschrot und MG-Patronen. Okay, da ist noch irgendeine Memo oder so. Fontaine wusste, dass unsere Leute kommen. Wir hatten keine Chance. Die Splicer kamen schreiend aus dem Hinterhalt. Sie spien Feuer, spuckten Eis wie biblische Dämonen. Ich hab sowas noch nie gesehen. Er hat kein Unternehmen aufgebaut, sondern eine Armee. Hä? Wo ist denn der andere? Da oben, lol. Nein, ich will nicht an die Person. Ich will MG. Geh mir nicht auf den Sack. Ich hab grad einen Big Daddy gekillt. Und ich will die Little Sister retten. Kein Ding. Nie jemanden, um den sie sich scharen konnten. Außer mir. Und ich bin ja nicht der Rede wert. Du gibst ihnen Hoffnung. Und dafür bin ich dankbar. Kein Ding. Ich werde dir etwas schicken, um dir unsere Dankbarkeit zu zeigen. Leute. Wir kriegen bald wieder ein Geschenk. Geil. So, okay, dann gehen wir erstmal hier lang. Erstmal jeder Figur auf den Kopf hauen. Oh, da unten was? Nee, scheint nicht so. Okay.
Nee, dann nehmen wir hier die Panzerbrechenden Patronen. Okay. Ich muss mehr auf Kameras achten. Definitiv. Yeah. Geile Mucke. Alles klar. Ich muss mehr auf Kameras achten. Definitiv. Ich merke, ich krieg viel zu viel Aggro von Kameras und dadurch die Sicherheitsbots. Erstmal alles wegsüffeln hier, weil wir auch rein gar nichts mehr sehen. Alter, das ist echt. Da wird man vom Zusehen betrunken, Leute. Vom Zusehen wird man hier betrunken. Oh, alles klar, okay, geh wieder. Den müssen wir jetzt, glaube ich, nicht machen, den Big Daddy, weil der... Ne? Was haben wir da? Nichts. Okay. Schätzchen? Lul! Okay, die ist weg. Ach genau, hier war ich drin. Dann hat mir der Big Daddy den Weg versperrt. Alles klar, okay, dann ist das der Raum. Sehr gut, schon mal zu wissen. Ja, wir spritzen auch immer schön. Haben wir einiges verbraucht, ne? Hacken wir den Code, komm. Nutzen wir einen Auto-Hacker. Bestimmt hätten wir den auch irgendwo finden können, den Code, aber... Not even close. Ganz viel Geld. Geld. Leute, Geld. Ich mag Geld. Geld nehme ich immer gern. Jetzt haben wir irgendwas Wichtiges oder so? Ich glaube, irgendwie nicht. Ich sehe hier nichts, was wir einsammeln können. Also echt nicht. Hier ist irgendwo ein Gegner. Ich hab sie gehört. Alles klar, okay. Der Scheinwerfer. Der verfolgt mich. Na, wenn das nicht der lang verschollene Andrew Ryan ist. Komm her, Tiger. Wow. Alles klar. Was haben wir hier? Genbank. Und Juven. Wir können ja ein bisschen was hier... Das ist... Das ist eine kleine Menge Gesundheit und Apple, wenn du Schaden im Schraubenschlüssel zufügst. So. Machen wir panzerbrechende Munition ein wenig? Ich denke schon. Zweimal. Was ist Trinker? Eine Menge. Oh. Wiederholt. Wieder hergestellt statt entzogen. Okay. Gen-Upgrades austauschen. Bin ich auch momentan noch zufrieden mit eigentlich. So wie es momentan ist. Seit wann kann ich springen? Konnte ich schon immer springen? Das ganze Geld der... Pogo-Tänzerin aufsammeln. Okay. Gehen wir gleich lang. Erstmal nur hier die ganzen schönen Kassen plündern und so. Nochmal Alkohol trinken. Noch mehr Alkohol trinken. Wieder besoffen sein. Alles klar. Kaufsautomat. Was haben wir hier noch so? Tschechischer Wein. Noch mehr Wein. Wodka. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen anderen Effekt bringt, außer, dass ich besoffen werde und es mir Effekt zieht. Aber... Wahrsager. Schnucki, schließ einfach die Augen und hoff, dass es schnell vorübergeht. Nein. Ist klar, der hat mir nicht wirklich weitergeholfen. Ist hier eine Tür? Das ist eine Tür, okay. Ja komm, dann gehe ich hoch. Guck mal, was es hier oben gibt. Noch mehr Alkohol. Medistation. Wieder besoffen sein. dieses Betrunkensein, ne? Ist ein cooles Feature an sich. Film brauche ich nicht. Habe ich genug? Oh Gott. Mein Geld! Oder was war das?
Ich weiß es nicht genau. Okay, hier ist die Station fürs Shutdown der... Hä? Was hat hier gerade auf mich geschossen? Konnte ich nicht auf irgendwas aufheben wird? Nee. Hä? Oh. Oh. Ah. I. Sieh ich es jetzt? Lol. Ich dachte gerade, hä? Okay. MG-Patronen und Leim. Nehme ich doch immer gerne mit. Einmal, normale MG-Patron bitte wieder. Leiche durchsuchen. Mülleimer durchsuchen. Haben wir hier noch irgendwas? Eine Kiste. Deutsch ist da. Jetzt bin ich wieder oben. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Alles klar. Okay, das führt mich also nur komplett einmal den Weg hier lang. Okay, dass ich so viel Schaden dadurch bekomme, hätte ich nicht gedacht. Schon, du hättest die arme Jasmine vergessen. Niemals. Ich bin froh, dass das nicht der Fall ist. Jasmine. Ich wusste nicht, dass Fontaine etwas damit zu tun hatte. Was machen Sie da? Nein, bitte. Ich hab Sie doch geliebt. Nein. Okay. Diese unheimliche Dr. Tenenbaum hat mir versprochen, es würde gar keine richtige Schwangerschaft. Sie würden mir einfach das Ei entnehmen, sobald Mr. Ryan und ich... Ich habe das Geld so dringend gebraucht. Aber ich weiß, Mr. Ryan wird es durchschauen. Er wird rauskriegen, dass ich nicht aufgepasst habe. Dass ich es verkauft habe. Mr. Ryan wird schrecklich wütend auf mich sein. Okay. Nein, ich wollte nicht. Nein, ja, egal. Hacken. Einmal runter, bitte. Dann in die andere Richtung, bitte. Und da lang. Runter, genau. Den nach da. Einmal den. Und nochmal den. Alles klar, sehr schön. Ah. Okay. Ich merke gerade, wir bräuchten vielleicht nochmal ein paar neue Evis-Spritzen. Theoretisch. Wenn man hier eigentlich mal besieht, versuch doch mal. Für wen hält er sich eigentlich? Komm zurück. Armbrust. Er war ein Flegel, aber... ...so kraftvoll. Einfach aufböllern. Keine panzerbrechenden Patronen mehr. Oh Gott! Mann, geh weg! Nein! Doch! Ich muss mir noch mal irgendeine Taktik für die Big Daddies überlegen. Bist du denn hier? Ich hab den... Was? Okay.